Hallo, Frauke. Oh, Noni, wie kann ich denn für dich tun, tun, tun? Wie geht's denn so? Solltest du mir sagen, ich staube in den Ecken bemerken? Naja, dann hast nur du ihn bemerkt. Nun gut, ich habe Neuigkeiten für dich. Was macht dein Haus denn so? Das Ferienhaus und ich kann nicht klagen. Gibt es diesbezüglich aus deiner Seite was zu bereden? Ich möchte tatsächlich dir einen Mitbewohner suchen, wobei ich nicht weiß, ob wir zuerst umbauen müssen. Das schwebt ein Umbau vor. Eine wunderbare Idee. Überlass mir alles. Fein, fein, mach ruhig. So, Leute, denn ich möchte jetzt für Frauke, das war ja der erste, den ja jeder auch hatte, oder sie besser gesagt, einen kleinen Umbau vornehmen. Sie hat ein wunderschönes Haus, aber, ich möchte eine zweite Etage einrichten. Das können wir nämlich seit dem letzten Mal, oder seit der letzten Folge. Ich muss bloß noch herausfinden, wie die ganze Chose funktioniert, ne? Also bei Raumgröße macht man das anscheinend ja nicht. Schade, schade. Gut, dann ist das wohl so nicht gedacht. Genau, zweite Etage gefällig. Wie bitte? Nun, dann sei es so. Schließlich reicht mein Vertrauen dich ebenfalls in allerhöchsten Höhen. Überlass alles mir, keine Sorge. Verstanden. So, und wir werden natürlich hier auch noch den Außenbereich machen. Denn, wenn ihr euch zurückerinnert, beim ersten Klienten konnte man noch keinen Außenbereich gestalten. Gute Güte, ein weiteres Stockwerk. Das habe ich mir schon gewünscht, seit ich noch klein war. Aber genug meine Kindheitsträume. Da ist sicher Besseres zu tun. Und So, und jetzt ist die Frage, können wir tatsächlich, wir können hier sagen, es ist fertig, denn ich möchte das anpassen an die zweite Person. Mein kleiner Lesesaal. Ist die Bezeichnung immer noch gut? Ja, mir gefällt der Name. Ich mag die Originalnamen sehr gerne. Ist jetzt ein bisschen merkwürdig, ich gebe es ja zu. Aber da wir jetzt hier das Grundgerüst geschaffen haben, können wir dann für ihr, weil ich möchte ihr eben einen Mitbewohner, Mitbewohnerin suchen. Und genau, ich mache jetzt auch kein Foto, wir dürfen da ja nichts überschreiben. Das Alte ist super toll. Ich glaube, das werde ich auch nicht, werde ich vielleicht, wenn dann, übernehmen. Ja, okay, weil wir haben ja einiges zu tun. Außenbereich, paar Effekte, also zum Beispiel Glitzer und etc. Ein zweiter Mitbewohner. Und damit wir einfach heute, ja doch, eigentlich haben wir genau das gleiche zu tun wie sonst auch immer. Den Außenbereich und eben das zweite Zimmer da oben. Ganz schön cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier reinkommt in das DLC. Freut mich dafür umso mehr. Jo, passt. Nö, nö. Eigentlich möchte ich jetzt zurück. Weil ich mag das Originalfoto. Und es soll es auch vorerst bleiben. Dann gucken wir jetzt nämlich mal. Ich hoffe, ich kann zweimal umbauen bei jemandem, sonst müssen wir das verschieben. Ich bin also traurig, dass ich dafür jetzt Pockys bekomme. Irgendwie sogar 9000, glaube ich, ne? 6000, na immerhin. Weil, ja, eigentlich habe ich noch nichts gemacht gerade. ich arbeite weiter, wir haben noch nichts geschafft heute. So, jetzt hoffe ich mal, wir finden jemanden, der passend ist. Ein passender Mitbewohner für unsere Gute. Ach so, das geht ganz anders, fällt mir gerade auf. Ich reiß mal schnell nochmal zu ihr und berichte ihr davon. So, wie schaut's denn aus? Was macht dein Haus denn so? Ja, sie kann sich weiterhin nicht beklagen. Ich möchte, dass du einen Mitbewohner bekommst. Jo. Mein Kron erwartet die Wendung. Nun, so sei es. Aber lass alles mir. Hast da sowieso keine Wahl. Ich habe das jetzt einfach mal für dich entschieden. Aber hey, ich entscheide das für sie, damit sie letztendlich ein noch schöneres zweistöckiges mit einem schönen Garten bekommt. Danke, dass du die Anfrage so annimmst und so, ne? Noni, du kannst für einen Kunden einen Mitbewohner finden, oder? Ganz bestimmt. I guess. Ja. Ich hoffe es einfach mal, wie gesagt. So, wen haben wir denn so? Ach, guck mal. Die zwei passen doch schon mal gut. Können wir uns mal merken. Ansonsten er jetzt nicht so. Er hier auch nicht. Er sieht einfach aus wie ein Hamburger. Aber es ist nicht Martina. Heißt irgendwie anders. Habe ich mal angesprochen auf Cam. Ja, ich glaube tatsächlich, dass der das wird. Coole Musik, wenn man hier einen Mitbewohner sucht. Ich würde sagen, vorsichtshalber gehen wir mal noch hier rein. So, Hallöchen Ute und
Nee, Frauke ist ja sie. Ute und wer war der andere Koala? Ich hab schon wieder vergessen, das ist ja unsere andere WG. Der Käse. Nee, sorry Leute, ich bin komplett begeistert von der Idee, weil die sind beide gelb und er schaut auch so aus mit durch seine Brille, als würde er gerne das mögen. Ich mag Hamster persönlich nicht so gerne, muss ich zugeben. Also in Animal Crossing jetzt. Aber nun ja, so ist es jetzt. Guten Tag, mein lieber Günther. Ganz langsam, ich soll mit einer gewissen Frauke zusammenziehen. Kann ich sie erstmal kennenlernen oder wie ist das? Jo, natürlich. Günther. Ja, er passt so gut. Oh, er ist doch der Inbegriff von einem Stereotyp von einem Nerd. Deswegen passt das, weil sie mögen beide Bücher. Super. Frauke, du bist mir vielleicht so eine. Ja, das sieht nämlich so aus. Also ihr würdet dann zusammenziehen. Ist das in Ordnung für euch? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so gut verstehen. Bin mir ganz sicher. Ich bin mir sicher, dass wir tolle Mitbewohner sind. Ja, ja, ja. Alright. Na dann. Ist ja alles ready, ne? Ich würde jetzt gerne noch rausfinden, tatsächlich. Was denn dieser Günther, wer er ist. Und ja, ich werde euch da natürlich auch nicht im kalten Wasser lassen. Günther Animal Crossing. So. Ah, genau, Axt. So, okay. Und dann gucken wir einfach mal, wer der ganze Typ denn ist. So, er ist nämlich ein selbstzufriedener Typ, hat den Kürzel Hemhem, ganz cool, und einen Hamster. Und ich muss sagen, er gefällt mir richtig gut. Ja, den gibt es seit New Leaf und er passt einfach für mich. So. Okay, super. Licht und cool mag, ja. Oh, okay, das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Aber gut. Ich würde sagen, wir können ja die so ein bisschen mal das Haus erstmal umgestalten. Wollen wir so eine. Nee. Was finde ich toll? Ja, sie haben ja jetzt ein zweistöckiges Haus. Da finde ich dieses Ding jetzt gar nicht mal schlecht. Mit dem Dach. Ui, das ist schon ziemlich kitsch. Ja. Machen wir es. Ah, nee, die sind gar nicht so dunkel, ne? Machen wir es so. Also, deren Typen, sag ich mal. Und ein schönes, komm. So, den Custom Path habe ich euch jetzt einfach mal erspart. Ich habe mich jetzt für diesen hier entschieden. Ich dachte mir, so eine kleine Picknickdecke ist doch wunderbar für die beiden. Ist das jetzt eigentlich 1, 2, 3, 4 mal? Oh, ach, hä? Ist doch kein 4x4, oder? Ach so, weil das hier ist ja so abgehackt. Also wahrscheinlich 3x3. 3x4, aber ich sehe es halt nicht gescheit. So kann ich mir das vorstellen. Oh ja, den Weidezaun finde ich tatsächlich schon gar nicht mehr schlecht. Den nehme ich, komm. Machen wir doch hier so ein kleines Blumenbeet hinter. Wie wär's? So, einfach eine ganz entspannte, so Art Picknick-mäßig, so in der Sonne liegen, ein bisschen chillen und gleichzeitig mit der Sonne ein bisschen ein Buch lesen. So stelle ich mir die beiden vor. Das wird doch toll gemeinsam, ich freue mich. So, ich würde sagen auch, dass wir mal in der nächsten Folge uns mal wieder drauf konzentrieren, dass wir auch mal wieder, nee, hier bin ich auch falsch, meine Güte. Dass wir mal wieder einen Klienten finden, wo es sich auf jeden Fall lohnt, dass man einfach mal draußen ein Foto macht. Das wäre doch gar nicht mal schlecht, oder? So, dann werde ich das nämlich mal probieren. Ach, guck mal. Habe ich schon ganz vergessen. Ja, so ein Schatten ist doch auch nicht schlecht, so wenn so ein Baum so einen Schatten wirft. Machen wir einfach mal zwei Bäume. Ein bisschen versetzt wäre ganz cool. Ja. Ah, aber ich würde die tatsächlich so lassen. Ja, komm. Machen wir es doch so. Und dann ist diese Außengestaltung tatsächlich schon fast fertig. Ach, sie mag Bäume. Okay. Weiß ich nicht, wie ich das finde, tatsächlich gerade. So. Dann mache ich das jetzt mal, wie ich es gerade hier hatte. So. I guess, das ist too much. Dann, ne? Büsche, genau. Wie wär's denn? Das haben wir noch nie gemacht. Das finde ich jetzt, glaube ich, aber hier gar nicht mal schlecht. So. So, dass sie hier gar nicht mehr hinlaufen können. Ups, das wollte ich nicht. Na, komm. Warum ich jetzt diese Sommerhibiskusse genommen habe, ich weiß es gar nicht. Machen wir mal so vielleicht. Nee.
Ich finde, wenn man so abwechselnd einen Weg macht, dann muss es schon auch dasselbe sein. Das bedeutet hier in dem Fall... Hä, war das... Nee, ich dachte gerade schon, als ob das das Richtige war. Ja, oder Stechdinger. Die passen einfach immer und überall. Ich liebe sie. Und deswegen gibt es auch nur eine Farbe, weil die passen halt einfach. So. Alright. Das Ganze natürlich machen wir parallel. Auf der anderen Seite, würde ich mal sagen. Da muss nämlich der nächste... Ach komm, wir machen es einfach hier so. Und der muss noch hier hin. Alright. So. Dann, der passt nur hier hin, oder? Ah, nee, guck mal. Tatsächlich passt hier auch noch einer. Okay. Ja, gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut, was ich hier mache. Gerade. Dann, als nächstes. Ich weiß, ich will es einfach nicht vergessen, deswegen mache ich das jetzt mal. Ah ja, guck mal. Ah ja, sowas, damit man auch nicht verdursten muss. Ah, es ist ein richtig schönes Eckchen. Gefällt mir richtig gut. Und dann machen wir noch einen klitzekleinen 4x4-Raum, denke ich mal, oben. Leuchtmusstuhl, ich weiß nicht. Ob das hier so passt. Keine Ahnung. Ich würde sagen, tatsächlich, dass das hier so ein bisschen versetzt kommt. Ja, haben sie gerade beide zugenickt? Ja, krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, guck mal, was wir noch Natürliches bauen können sind... Ah, ich habe gerade was gesehen, sorry. Das muss ich einfach kurz mal einbinden. Da. Das hier, und zwar... Ich meine, man wird es nicht sehen, aber ich finde, das passt hier einfach super hin. So. Und jetzt noch eine... Vielleicht so eine Schaukel, aber die kommt dann hier hin. Ja, also, wie gesagt, ich finde es gar nicht mal schlecht, was ich hier gerade kreiere. Dunkles Holz, rotes Holz, weißes Holz, nö. Ach komm, doch. Ich glaube, weiß passt wie immer am besten. Ist halt einfach leider so. Okay, dann kann man hier noch... dieses Ding kann man ja auch überall setzen quasi, ne? Das ist ja krass. Das ist wunderschön auch. Vor allem. Na, das ist mir too much. Alright, dann brauchen wir natürlich Unkraut. Man kennt's. Ich bin hier sowieso gerade wieder falsch. Ich möchte eigentlich einfach nur ein paar Bücher. Keine Ahnung, warum ich das nicht finde. Komm schon. Ein paar Bücher. Ja, so ein Kabelsatz. Nee. Bücher. Das ist ja auch nicht. Okay. Das sollten genügend Bücher sein. Die haben sie alle schon gelesen. Bei... Ja, und dann noch die zwei. Ich glaube, mehr passt da gar nicht hin. Machen wir einfach so noch. Und vielleicht so. Und das können wir noch... Ah ja, guck mal. Auto, warum nicht? Und das hier mit Lehrbuch. Ja, okay. Der Rest passt dann jetzt hier erstmal nicht hin. Hier hinter ist ja nichts, ne? Möchte ich da nochmal so machen? Ich glaube schon. Ja, okay. Machen wir es doch so. Jetzt ist die Frage, ne? Achso, jetzt erstmal hier ist noch viel zu wenig Zeug. So eine Flamingo-Blume. Die gefällt ihr. So vielleicht. Ja, okay. Und jetzt mache ich das Blumenbeet. Warum sieht man das Blumenbeet nicht? Naja, weil ich keins gepflanzt habe vielleicht. Ich würde sagen, da machen wir jetzt auch einfach welche... Die gibt's, achso, es gibt ja alles in Gelb. Ich würde sagen, die hier abwechselnd mit... Gibt's die in Rot? Ja, okay. Sehr schön. Okay, dass das jetzt direkt richtig war. Ja, so ist easy. Okay. So machen wir das. Alright, dann passt dieser Bereich hier schon mal. Hier ist mir, wie gesagt, ein bisschen zu leer. Dann machen wir jetzt nochmal ein Custom Design. Nope, den nicht. Hallo. Also wirklich, das mit der Steuerung, ich komme da auch nicht mehr drauf klar, wirklich. Wirklich nicht mehr gebacken. Dann, gucken wir mal weiter. Wie wäre es denn mit ein bisschen sowas hier? Und... nee. Tatsächlich weiß ich sonst gar nichts mehr. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen einfach noch, Moment, ein bisschen Unkraut, wie ich schon vorher sagte. Und ein Stein. Ja, ein Stein passt hier gar nicht mal schlecht. So, und hier einen. Okay. Und dann mache ich hier vielleicht einfach weiterhin Blumen.
Weiß ich nur nicht, tatsächlich. So. Du kommst mal dahin. Und hier weiß ich jetzt noch gar nicht, was ich mache. Deswegen lasse ich es einfach sein. Okay. Dann kommt hier ein bisschen von dem Zuckerrohr. Aber ganz ausgedingst. Genau, machen wir einfach mal 6 Stück. Muss das immer so kommen? Ja, klar. Ja, und hier dann nochmal ein anderes Feld. Machen wir Karotten. Ah, wisst ihr was? An das Rot angelehnt würde ich sagen Tomaten. So. So, so. So. Meine Güte. Und so. Okay. Wie finde ich das jetzt? Einen schönen Außenbereich, würde ich sagen. Gut, das war's mit dem Außenbereich. Jetzt machen wir nur noch ein klitzekleines Zimmer. 4x4 für... Ah ja, guck mal, da können wir vielleicht dann... Ich wollte ja eigentlich machen ein Zimmer für den guten Günther, heißt der, glaube ich, und eins für Elisa. Aber wisst ihr, was eigentlich noch besser ist? Wenn wir oben eine kleine Schlafkammer machen, weil die haben hier eine große Bibliothek. Ja, okay, ich habe jetzt gerade eine coole Idee, was man hier machen könnte. Und zwar zeige ich euch das. Man könnte hier nochmal so ein Bücherding machen. Ah, guck mal, erstmal den Kabelsalat finde ich cool. Nicht Aktenschrank. Nee, wo ist denn das? Ihr sollt auf jeden Fall 2 kleine cute Betten bekommen. Mit eurem Poster drüber. Komm, machen wir so gleich mal hin, damit wir es nicht vergessen. Er kommt hier hin und sie kommt da hin. Mit einem Raum. Achso, ich habe gar nicht 4x4, fällt mir gerade auf. Ah, also die Länge ist auf jeden Fall zu groß. Da reichen 4 Blöcke komplett aus. Ob ich jetzt doch 6 auf der Breite mache, weiß ich noch nicht. So. Was ich jetzt sowieso erstmal machen möchte, ist eine ganz bestimmte Tapete hier anwenden. Nämlich, ich hoffe, die gibt es hier überhaupt. Ja, genau, hier. Die Klassik-Bücherwand. Ich finde die einfach hier super passend. Wobei, vielleicht die hier sogar. Wo sehe ich die mehr? Die nicken bei beiden. Okay, ich lasse es dabei. So, dann, wie gesagt, ein paar kleine Betten für die beiden. Ah, damit die schön schlafen können. Und dann machen wir, wie gesagt, noch eine kleine Trennwand, weil wir haben hier so Jungs- und Mädchengitter. Ich finde das halt ganz witzig, weil sie hat so diesen rosa Typ auf ihrem Poster und er so mehr grün und passt doch. Dann mache ich das, glaube ich, auch mit den Betten so. Ja, das finde ich witzig. Machen wir hier so 2. Das ist falsch rum, ja. So, das passt, glaube ich, schon von der Farbe soweit. Achso, hier kann man eh nur das... Nee, da finde ich die Standardfarbe gut. Ach ja, guck mal. Und grün gibt's. Super. Dann, nope, machen wir dich in grün. Super. Schön Klischees erfüllen. Alright, dann, wie gesagt, dazwischen habe ich ja gerade gesagt, eine Trennwand. Damit wir die auch mal wieder nutzen. Die Tresen muss ich auch wieder mehr nutzen, I know. Aber ich komme irgendwie nie dazu, ich weiß nicht warum. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, warum die jetzt so oft diese Dinger abfahren. Aber gut, die klatschen mir auf jeden Fall zu. Günther, fällt mir gerade auf, hat ja dadurch auch gar kein Thema mehr. Ne? Dadurch, dass er jetzt hier ist. Kann man das jetzt nicht genau in die Mitte stellen? Oh, das ist ja, das triggert mich schon hart. Also 4x4 wäre ja 1, 2, 3, 4. Ach, gucken wir mal einfach. Komm, wir probieren es mal aus. Dafür muss ich euch mal so kurz machen. Machen wir einfach mal. Ist das zu klein? Ich weiß nicht. Ja, doch. Komm, wir machen 6x4. Ist doch eine gute Größe. Dann kommt das wieder darüber. Aber ich würde sagen, damit das mit der Trennwand gut aufgeht. Ah ja, guck mal, jetzt ist doch mittig. Ah, warum hat es denn vorher nicht geklappt? Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ah ne, guck mal, es ist auch gar nicht ganz mittig. Aber solange der gleiche Abstand ist, dann passt das ja. So, hier ist noch mehr Bücher, alright. Dann passt das. Ja, ich mache jetzt den ganz simplen Schlafraum, wie gesagt. Er kriegt noch einen Fisch. So, aber ich... Hier hin, so. Kann man das umgestalten?
Nee, ich dachte gerade schon, andere Fische. Das wäre ganz cool eigentlich. Also ich sehe schon, dass Elisa... Nee, so heißt sie gar nicht, meine Güte. Für mich gibt es nur den einzig wahren Elefanten. Nee, keine Ahnung. Also ich sehe auf jeden Fall, das passt ganz gut. Dass Günther mehr Platz hat, aber das ist jetzt eigentlich auch egal. So, sollen sie beide ihre eigene Lampe haben? Wie gefällt mir die Lampe eigentlich? Naja, komm. Die passt doch, oder? Die passt. So. Jetzt in der Mitte vielleicht noch eine für beide. Ah, diese Würfel sind ja mega hübsch. Eine, die klar was... Ach, guck mal. Nee. Ich meine, für was sollte man das denn verdecken? Die leben in einer WG, da ist es doch ganz natürlich, oder nicht? Damit die noch ein bisschen mehr Licht abbekommen, machen wir mal so. Oh, mich triggert das so. Warum geht denn das nicht mittig? Ja, dann machen wir es doch nicht so. Dann machen wir Virallüster. So, das geht jetzt auch nicht in die Mitte. Boah, das ist ja extrem zum Kotzen. Oder geht das dann? Nee, es geht nicht in die Mitte. Mann, was soll das denn? Das ist ja ziemlich unfair, aber gut. Dann, wir machen weiter diese klare Trennung nach, was sie anhaben. Beziehungsweise ihr Thema einfach. Das bedeutet, sie kriegen jetzt beide so ein Standard-Nachtkästchen, das man hoffentlich auch dann... Genau, so ein Holznachttisch. So einen habe ich gemeint. Mal schauen, in welche Farben man das denn machen kann. Ah ja, guck mal. Da war schon rot und da ist grün. Machen wir das so? Kirschholz ist halt nicht so schön eigentlich. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Dann muss das natürlich auch auf das Rosa gebracht werden. So. Und das hier ist jetzt ziemlich extrem, aber egal. Grün. Ja, dann kommt es schon besser rüber. Okay. Dann fehlt ja nur noch ein bisschen Wanddeko, oder? Hier, damit beide die Uhr... Ja, okay, wir hätten jetzt ein bisschen von der Lampe verdeckt, aber damit beide theoretisch die Uhr sehen können, machen wir hier so eine... Weiß nicht. So eine Uhr? Ja, so eine für die, glaube ich, beide. Boah, gefällt mir gar nicht, so ein Pendelgeräusch. Ecktelefon, ein Lichtschalter. Was ist das? Ein Sicherungskasten? Nee, das finde ich jetzt nicht so toll hier. So. Ich würde sagen, das Antiktelefon kommt über ihr Bett. Keine Ahnung. Kirschblütenuhr, die leuchtet, glaube ich, sogar ein bisschen, ne? Ein bisschen, genau, dann machen wir das hier auf die andere Seite. Ich hoffe, das gibt es in grün, sonst geht es ja gar nicht. Oh mein Gott, was ist das denn? Ach, das Periodensystem. Auf welcher Sprache steht das dort, frage ich mich gerade. Ah, okay. Nee, Sternbilder finde ich ganz cool. Okay. Haben sie beide ihren Raum? Okay, das passt mir noch nicht so ganz. Vielleicht machen wir da wieder... Die müssen einfach zusammen. Ich weiß nicht, die passen nicht so gut einzeln. Gut. Die Wand ist ja bedeckt. Naja gut, dann fehlt jetzt noch hier sowas relativ Großes. Schauen wir mal. Was haben wir denn da? Eine Videokamera? Nee, das ist ein bisschen too much, finde ich schon wieder. Ja, komm. Muss natürlich perfekt grün werden. Ja, logisch. Okay. Super. Gut, damit ist dieser simple Raum tatsächlich schon entstanden. Und ich bin heute bin ich mal wieder richtig, richtig krass zufrieden. Einfach, muss ich einfach mal gestehen. Aber das Foto schießen wir jetzt trotzdem unten. Wir müssen noch sowieso Effekte jetzt hier einfügen. Gut, dass ich dran denke. So, finde ich einfach passend. Da haben wir jetzt eigentlich hier... Nee, wir haben hier keine neuen. Na gut, was passt denn in die Bibliothek? Eigentlich dieses Borealisch vielleicht? Das von den Büchern, der das Wissen aufsteigt. Ich weiß ja nicht. So, und dann, machen wir mal Nebel, komm. Gut. Ja, das finde ich gar nicht schlecht, dass das so eingestaubte Bücher sind. Ich meine, sie hat uns ja auch am Anfang gesagt, ja, bis auf den Staub, ja, passt. Gut. Na, wo Liebe für die Bücher finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Das heißt, wir machen hier ein bisschen Liebe draus. Alright, ja, finde ich besser. Gut, und jetzt muss ich mir nochmal das Foto angucken, das wir hier hatten. Weil das ist so genial und ich liebe es. Und vor allem fürs Erste ist es super gut geworden.
So, wo ist denn die jetzt? Ah, die ist wieder ganz oben, ganz klar. In Arbeit. Ah, okay, sie saß da drauf. Alright. Ja, ich meine, der obere Raum, ja, wir haben jetzt quasi nichts verändert. Ja, aber naja, so ist es halt. So, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie ich den Außenbereich hatte tatsächlich. So, du liest und du musst leider hier stehen. Naja, so sieht man ihn aber nicht. Dann machen wir es so. Schnell, 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 schnell. So, es war so, es war so, es war so, die Kamera. Ja, okay. Eieiei, so sieht man ihn nicht. Ja, dann muss es diesmal, glaube ich, so sein. Nope, ein bisschen reinzoomen. Die schauen halt beide nicht, ne? This is the problem. Hallo? Na, wir können ja dann gucken, was wir besser finden. Früher oder später. Ja, natürlich hast du genau Augen zu. Wir warten nochmal, bis sie umblättert. Na komm, na komm. Da kommen wir mal ein normales nochmal. Ja, perfekt. Okay. Dann schauen wir jetzt mal. Wo geht das? Achso. Oh, jetzt habe ich es automatisch, glaube ich, übernommen. Naja. Wir machen jetzt erstmal die Tour, wie sich hier der Gute einlebt, ne? Es ist fertig soweit. Wir haben die zweite Stufe. Es hat sich jetzt anders entwickelt, als ich dachte. Aber ist vielleicht nett, weil so eine WG, da teilt man doch eh quasi alles. Mir gefällt der Name. Es passt. Mein kleiner Lese. Unser kleiner Lesesaal kann ich es höchstens noch nennen. Ja, sie sind ganz aufgeregt. Das freut mich doch. Wir kommen heute tatsächlich wieder ganz gut hin. Das hätte ich gar nicht gedacht zuerst, weil wir echt schnell fertig waren mit dem Außenbereich. Ich mag einfach ihr Zimmer. Ich mag es so, wie es ist und deswegen habe ich jetzt auch nichts mehr verändert. Für Fotos ist es suboptimal mit diesen riesen Bücherregalen. Aber naja, an sich. Ich wollte jetzt schon fast ein Foto machen, weil man beide gut gesehen hat. Aber das war halt einfach nicht so schön so. Wenn sie nicht lesen, dann passt es mir einfach nicht. Das ist eine schöne Perspektive. Okay, perfekt. Haben wir es doch noch gut hinbekommen. Und genau. Das ist so viel für uns getan. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ach naja, ein paar Fotos als Dank vielleicht. Ich weiß ja nicht. Aber mal. Du. Gerne. Gerne, gerne. Jetzt gucken wir gleich mal. Es ist halt nicht so schön. Es ist einfach nicht so schön. Okay. Jetzt hab ich aber noch einen neuen Plan. Du musst einfach, wie es früher war. So. Du stehst einfach mal hier. Es ist einfach die beste Sache, die man macht. Ach, man sieht ihn halt nicht, ne? Ja, dann müssen wir es vielleicht andersrum machen. Dass er auf den Stuhl kommt. Ich hoffe, hallo, wird nicht mal angefangen, gerade zu lesen. Weil sie sieht man halt, ne? Ihn sieht man halt nirgends, weil er so klein ist. Ja, genau so. Oh, sie ist einfach so gut. Es ist ja nicht Elisa, die heißt anders, aber ich vergesse es immer. Wie habe ich denn das hinbekommen, dass die Perspektive so schön war? Na, jetzt habe ich es verpasst. Ah, ich könnte beide mal herschauen. Jetzt trinkt. Super. Er liest zwar nicht, aber ich glaube, das ist ein schönes Foto. Krass. Ich finde es sogar besser als das erste. Das hätte ich nicht mehr erwartet. Aber ja, sehr gerne doch. Cool. Damit haben wir unsere zweite WG und unser erstes zweistöckiges Haus angeschaut. Rennen Sie mir jetzt echt hinterher? Ich glaube schon, ne? Ich bin zufrieden mit diesem kleinen Zimmer. Es war halt einfach so ein kleines Extra. Ja, und ich würde sagen, du bist ein wirklich guter, ihr fügt euch wirklich gut ineinander über. Ey, du hast ja echt einen Volltreffer gesagt. Ja, schau, er stimmt mir noch zu. Also dann, ich werde noch mit Frauke wirklich toll viel Spaß haben. Besuch uns mal wieder, ne? Auf jeden Fall, mein Lieber, sehr gerne doch. Ach, das freut mich. Es war schön heute, würde ich sagen. Ja, wir haben wirklich gute Sachen hinbekommen. Vielen Dank, Nuni. Sind also mittlerweile echt der 20. Klient oder so, ne? Oder ein bisschen mehr sogar. Das war's tatsächlich für heute. Vielen Dank fürs Ansehen. Ich höre heute auch mal auf zu arbeiten. Wir sehen uns in einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise wieder. Bis dorthin und ciao.